Hallo Officer, schön, dass du wieder am Start bist. Ja, wir gehen in eine neue Schicht rein. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Die andere Ansicht gerade, das war nur, weil ich mal eben noch meinen Controller gewechselt habe. Zuletzt waren wir ja zu Fuß unterwegs. Hier haben wir jetzt zuletzt Strafzettel ausgestellt. Machen wir mal eine Tagschicht. Nehmen wir mal hier. 20 Minuten, passt. Bis gleich. Da sind wir auch schon im Büro. Oh, das Licht flackert. Dann ganz schnell raus. Ganz schnell raus hier. Ah. Officer, wir haben in letzter Zeit Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie sich die zur Brust nehmen? Na klar doch. Ich kann es übernehmen. Dann wollen wir mal. Wo können wir denn gut Raser fangen? Gucken wir mal eben noch auf den Polizeicomputer. Wir sind jetzt hier. Und wir haben hier eigentlich eine schöne lange Gerade. Ich würde sagen, dann fahren wir mal nach hier. Wir fahren aber rechts rum. Unterwegs. Bitte melden. Wir haben unseren ersten Auftrag. Einmal durch den Verkehr schlängeln. Also wenn man mit 90 durch die Stadt jagt, kommt die Konsole nicht mehr hinterher, die Stadt zu rendern. Das hier, ja, hier ist der Unfall. Einmal Sirene aus, aussteigen. Und bevor wir jetzt da vorne loslegen, Kofferraum öffnen. Absperrung Nummer 1. Zack. Absperrung Nummer 1 steht. Wir holen uns die zweite Absperrung. Und stellen auch diese hin. Sofern wir das hier hinkriegen. Tun wir nicht. Leute, Leute, Leute. Was soll ich jetzt hier machen? Hier kann ich jetzt keine Absperrung hinsetzen, weil die hier einfach schon zu nah dran sind. Fahrzeug kann mich nicht sehen. Ich stehe direkt davor, weil es eine Einbahnstraße ist. Ja, sehr schön. Gucken, gibt es hier verletzte Personen irgendwo auf der Straße? Nein. Gut. Was ist passiert? Erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Ja, glaube ich dir. So wie du hier an deinem Ich möchte Fahrzeug gerne stehst. Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Und so wie dein Fahrzeug Bitte schön, aussieht. Officer. Holla die Waldfee. So. Okay. Ich würde sagen, ist okay. Also, ja. Weil auf den Bildern ist das immer etwas schwer
abzulesen, aber da steht ja auch, dass die Dame eine Schwarze ist. So, okay. Da ist soweit erstmal alles okay. Gehen wir zurück. Die Zulassung von deinem Fahrzeug ist aber abgelaufen. Zack. Und ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. Sie haben zu lange zu. So viel Geld habe ich nicht. Wir mussten einen anderen Wagen schicken. Was? Ich bin noch an der Unfallstelle. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Okay. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. War das vielleicht ein anderer Standort? Ist vielleicht da vorne noch ein Unfall? Was ist mit dir? Handzeichen. Mal gucken, ob er das machen kann. Fahren Sie zurück! Also warum auch immer, aber mal gucken, vielleicht können wir ja hier die zweite Absperrung aufbauen, dass dann die Fahrzeuge... Ja, können wir. Vielleicht fließen die dann wieder ab. Ansprechen können wir den nicht. Der Fahrer fährt gerade rückwärts, okay. Gut. So, können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Okay. Beide wissen nicht, was passiert ist. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Andere Zeugen haben Klar, wir nicht. Klar, bitte sehr, Officer. Da würde ich doch echt sagen, läuft. So. Name auf den Ausweisen stimmt. Bild passt, gültig und gültig. Hintergrundprüfung sagt, alles im grünen Bereich. Das ist doch schon mal was. So, dann. In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. So, der Alkoholtest sagt nein. Dann machen wir jetzt noch den Drogentest. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Da haben wir auch nichts. Sehr schön. Dann machen wir jetzt mal die Fotos. Holla, die Waldfee, ey. Bericht ausreichend. Ein Foto gemacht, Bericht ausreichend. Interessant, da steht ein Parkschild drin. Total verbeult. Das Einzige, was wir hinkriegen, ist... ja. Hey. Das Einzige, was wir hinbekommen, ist, dass wir da eine kaputte Scheibe haben. Ah, hier kommen jetzt die anderen Beschädigungen zur Sicht. Das sind beides Totalschäden, die Fahrzeuge. Also, wer mir da was anderes sagt, dem zeige ich einen Vogel ganz liebevoll. Interessant, dass wir von hier vorne, von der Front, keine Bilder brauchen und irgendwas... Ah, da haben wir so. Also manchmal ist das etwas tricky mit dem Bildermachen. Ein Bild fehlt uns noch, vielleicht auch ein zweites. Da war doch gerade noch was.
Na komm, einen Punkt haben wir doch noch irgendwo hier. Wo ist denn das Kennzeichen? So, jetzt nochmal langsam drauf zugehen, um zu gucken, wo ist das letzte Ding? Weil manchmal muss man weit weg stehen, manchmal muss man recht nah dran sein. Oh, das war auch noch ein Taxiunternehmen hier, wie ihr gerade seht. Da ist der Shift-Aufkleber. Auf der Heckscheibe ist der Shift-Aufkleber noch, auch wenn gar keine Heckscheibe mehr da ist. An der Stelle. Der Shift-Aufkleber hält. Okay, an dem Fahrzeug finde ich nichts mehr, was wir noch fotografieren können, sollen, müssen, dürfen. Schön, Sie zu sehen, Officer. Na, hallo. Eben zurück. Zack. Na, nimm wieder ein Fotoapparat in die Hand. Und weiter Fotos suchen. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Ja. Ja, wo ist der letzte Punkt zum Fotografieren? Gib es doch nicht. Das geparkte Fahrzeug vielleicht was abbekommen. Ist hier irgendwas? Also, ich weiß nicht, wo das letzte Ding ist. Nehmen wir erstmal die Straßenabsperrung mit. Die fahren hier eh nicht. Wir kriegen diesen Stau nicht aufgelöst. Ah. Ne, doch, da haben wir alles. Naja, okay. Dann. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Jo. Und dann einmal. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Und du kannst schon mal gehen. So. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Nein, ich habe vergessen, ihr den Unfallbericht zu geben. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. So. Also eigentlich würde ich auch gerne den Smoker, dieses Smoker-Taxi da rausziehen. Aber irgendwie, ja. Braucht man das gar nicht erst zu versuchen. Jetzt versuchen wir nochmal was anderes. Nein, nicht du. Ich will die Handzeichen rückwärts. Zurück. Fahren Sie zurück. Fahren Sie zurück. Fahren Sie zurück. Fahren Sie zurück. So. Wir haben ja jetzt noch diese Straßenabsperrung. Mal gucken, ob wir die hier hinsetzen können. Ja, können wir. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier Handzeichen noch geben können, von wegen weiterfahren.
fährt gerade rückwärts. Bewegung! 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 Sehr schön. Nur der hier, der ist festgebacken, kriegen wir nicht. Gut. Dann gucken wir mal, wie wir da jetzt rauskommen. Aussteigen. So. Ah, jetzt klappt's. Oder aber auch nicht. So. Ja, das ist klar. Immer wenn ich gerade aussteige, dann... Stopp! Stopp! Sobald jetzt der Abschleppwagen da weg ist... Beziehungsweise jetzt so, müssten wir hier schon durchkommen. So. Jetzt, warum auch immer, ist der Unfallbericht vollständig. Sagen wir den beiden, dass die weiterfahren können. Weiter! Weiter! Also wenn dann hier vorne das Taxi irgendwann mal verschwunden ist, dann geht es auch da weiter. So. Dann fahren wir mal hier weiter. So. Wir sollten ja eigentlich auf Raser-Kontrolle gehen und hatten uns ja auch schon hier die Ecke ausgesucht. Das heißt, da fahren wir jetzt hin. Auch wenn wir scheinbar nicht mehr so viel dort schaffen. Fahren wir mal unter Blaulicht. Mit Highspeed durch die City. Parken wir mal hier. Aber nicht so. So stehen wir ja verdammt weit weg. So, das passt. So, dann holen wir noch eben unsere Pistole raus. Die Radarpistole. Die funktioniert. Komm, tritt drauf. Zack. Und den nächsten bitte. Ja.
Stellt euch mal vor, für jede Messung, die wir machen würden, würden wir Punkte bekommen. Das wäre cool. Hätten wir jede Menge Punkte jetzt bekommen. Ihre Schicht ist um, Officer. Nein. Einen wollen wir noch. Ah, da kommt wieder ein Taxi. Was aber genau fährt. Kommt einen noch. Einen. Ah, der biegt rein hier. So, komm. Ist das dein Ernst? So, legen wir die schon mal wieder zurück. Was? Ich wollte... Habe ich den jetzt nicht melden können? Weil ich zu nah am Kofferraum stand. Ah. Komm. Tritt drauf, tritt drauf, tritt drauf. Das wird nichts mehr. Gut. Dann ab zum Revier. Das nächste Revier haben wir hier vorne. Wir fahren mit Blaulicht und Sirene. Weil wir gerade schon so viel überzogen haben. Officer, Sie tragen Schuld an diesem Unfall. Bitte fahren Sie zum Revier. Wir schicken eine Einheit, die sich um den Unfall kümmert. Sehr gut. Die schicken eine Einheit, die sich drum kümmert. Einfach, weil wir zu weit gefahren waren. Verdammt. So. Reden wir nicht drüber. Da reden wir jetzt einfach nicht drüber, Leute. Das war ein Missgeschick, mehr nicht. So, was haben wir denn Feines? Wir haben bei dem Einsatz, beim schweren Unfall ankommen, wir waren dort und haben 10 Minuspunkte bekommen, weil wir angeblich nicht da waren. Ja, also 10 CP als Minus. Sind 6 Punkte, die wir jetzt verloren haben. Also diese Runde, Leute, wir haben noch 3 Schichten, die wir machen können, glaube ich, weil wir haben Freitag. Oder 2 haben wir noch. Das wird eng, Leute, wird verdammt eng. Oh, Woche ist sogar schon vorbei. Und ich wollte doch unbedingt noch den letzten Punkt da oben holen und dachte, ich würde es hinkriegen. Na gut, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, abonnieren,
Bewerten, kommentieren, abonnieren. So. Und bis dahin. Ciao, ciao.